Hallo und herzlich willkommen zurück bei Los Forestos, Propestos, Domestos. Sag mal, guck mal da. Ha, das ist ja interessant. Einer wurde gefangen in der Falle. Oh. Haben die anderen den rausgeholt? Die anderen haben den rausgeholt. Krass. Die haben den Kollegen aus der Falle geholt. Oh, wie scheiße. Ich hab mich gerade voll gefreut. Das ist nicht gut. Das ist nicht... Hä? Ja, wo? Hä? Ach, Digga, willst du mich verarschen, Alter? Ich sterbe. Ach, der lebt doch noch. Es reicht. Pff, wie der mal guckt, geht in die Hocke und guckt und kriegt von hinten einen auf den Sack. Ja, der Arschloch hat unsere Falle ausgelöst, ne? Der Arschloch. Ja, also ist ja ganz klar, da muss natürlich... Das ist ja jetzt, also da, die letzten Folgen, da läuft's aber schief, Tobi. Da läuft's aber schief. Da rappelt's am Karton. Mein lieber Herr Gesangsverein. Hm. Aber haben die den jetzt befreit gerade? Die haben ihn befreit. Der wurde gerade gefangen oder haben die rausgeklatscht da irgendwie? Das habe ich noch nie gesehen. Krass. Das ist wahrscheinlich auch noch nicht so lange. Oh, hier liegen was für eine unglaubliche Pay. Wie hier einfach zwei Beine liegen. Ich brauch die nicht. So. La la la. Und der Wind. Oh, ist bei dir wieder so ein Wind? Ja. Hm. So, noch vier Köpfe. Juhu. Ja, nice. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Also, das wäre ja gelacht. Da. Dann haben wir Pesus. Pesus, der gute Freund. Oh, was denn? Wenn ich hier jetzt gerade unter Wasser schwimme, ne? Ja. Zieht er bei mir aber jetzt gerade automatisch nicht das Ding an. Okay. War das vielleicht bei dir vorhin auch nicht der Fall? Doch, 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 doch. Ich hatte es. Ja, okay. Oder? Ich bin mir fast sicher. Ich weiß es gerade gar nicht. Mist, ich habe nicht drauf geachtet. Hm. Weil in den Höhlen macht das automatisch. Und hier weiß ich gar nicht. In den Höhlen? Ja, genau. Aber hier hat es jetzt gerade bei mir nicht gemacht. Okay, ja, macht er bei mir gerade auch nicht. Ach, vielleicht habe ich deswegen auch so schnell. Ich glaube ja. Ja, das wäre natürlich. Mhm. Das ist natürlich ein Fehler vom Spiel, nicht von mir, ne? Klar. Ja, 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 gut, das hätte man ja einfach auch mal sagen können dann. Richtig. Da muss ja auch eine Alertbox aufgehen, die sagt irgendwie Vorsicht. Das ist nicht so wie sonst im Spiel, das ist jetzt hier mal ganz anders im See. Ja. Gut, habe ich da wohl nicht gesehen. Da freue ich mich auf die Kommentare schon wieder. Gronk, Bob. Gronk, du Lauch. Gronk, Bob, Schwammkopf. Okay, wollen wir schnell Höhle, damit wir jemals mal irgendwann wieder ankommen? Ja. Vielleicht sterben wir auch nicht. Wollen wir die blaue oder die rote? Ja, nehmen wir die rote erstmal, ne? Wir müssen ja kartografieren. Oh Gott. Ja, ja. Geh du am besten zuerst rein oder ich und dann geh ich hinterher oder du. Und ich gleite auch nicht schnell, ich mache das schön langsam. Ich werde mich richtig schön langsam reingleiten lassen. So. Gleit, 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 gleit. Aber das war auch dieselbe Höhle, wo ich schon mal runtergeflogen bin, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist dieselbe. Ich bin mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich behaupte einfach, das ist die. Oh oh. Freeze. Ich bin unten angekommen, habe sofort einen Freeze. Jetzt geht es. Vorsicht. Ich bin schon weiter runtergegangen. Am Seil diesmal, nicht Freiflug. Ich glaube, wir sind vielleicht zu schnell runter und sind dann irgendwie rückwärts geglitten und da in diese Schlucht rein. Beide. Kann das sein? Das kann gut sein. Das kann gut möglich sein, ja. Aber das liegt auf jeden Fall am Spiel. Es kann ja nicht sein, dass zwei Programmer wie wir Probleme hätten. Also bitte. Tobi, dir geht's aber gut, ne, ja. Diesmal? Alles klar, ich sehe schon deinen Prachtpopo da oben sich runterschieben. Aber mal eine blöde Frage. Ja? Kannst du mal kurz bei dir gucken, ob die Höhle schon als abgeschlossen gilt? Ich finde diesen scheiß Notizeintrag nie. Ich kann gerade nicht, muss ich unten machen. Ich kann gerade nicht ins Buch gucken, weil ich ja an einem Seil hänge. Es wäre lustig, wenn er jetzt das Buch öffnet und...
mit dem Buch in der Hand. Für kurze Zeit wäre das lustig. Nee, eigentlich nicht. So, Viecher sind hier keine. Nee, das sind Stalagmiten sind von unten, ne? Stalaktiten hängen runter. Was? Ja, Stalaktiten sind die, die von oben nach unten gehen, und Stalagmiten sind die, von unten nach oben gehen. Kann man sich mit Titen ganz gut merken. Ja, ist halt so. Nee, ist nicht erkundet. Alter, wie tief geht denn das hier bitte? Ja, Mensch. Bei ordentlichen Titen. Stalag. So, ich möchte hier fast speichern. Das ist so ein Event, hier unten zu sein. Ich speichere jetzt auch. Ist mir egal. Ja, aber ja auch. Weißt du was? Ist mir egal. Ich zieh durch. Ich speichere auch. Ich zieh voll durch. Und zieh durch, Alter. Zieh richtig durch jetzt hier, die Speicherung. Zieh durch. Harte Speicherung. Nee, ich zieh jetzt auch durch. So, ja, das war, glaube ich, die Höhle, wo ich einfach einen Abflug gemacht habe. Hä? Kann gar nicht durchziehen. Weil ich die. Hä? Kannst du nicht speichern? Hey, Frost Neues, Alter. Hass, ich sehe schon. Ich sehe schon, du. Frost Neues, Eric. Frost Neues. Yeah. So, ich gehe hier mal rum, einfach nur um die Höhle erforscht zu haben. Ich hoffe, das geht. Wow. Oh, Platine. Kann ich noch mehr tragen? Leider Platine, alles klar. So, hier habe ich wieder sofort das Ding an. Ja, das ist aber misleading, ja? Das ist richtig misleading. Finde ich jetzt aber auch irgendwie scheiße. Also da, sorry, da ist das Spiel für mich natürlich auch sofort unten durch. Mag ich jetzt gar nicht mehr. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, fand ich das Spiel immer scheiße. Ich freue mich, wenn wir was anderes spielen. Ja, ich auch. Also eigentlich, ich mach's halt nur fürs Geld, ne? Ja. Das ist ja klar. Also generell, spielen. Ja, ich spiele auch lieber, wenn ich natürlich dafür horrend bezahlt werde, ne? Richtig, richtig. Deswegen hat mir Destiny auch so unglaublich viel Spaß gemacht. Also auf der anderen Seite würde ich halt nichts spielen. Also wenn ich jetzt nicht, ne, Let's Plays machen würde, ich fasse doch keinen Spiel an. Nee, ich will auch keinen Kacken. Einen schönen Film oder lese ein Buch oder so. Ja, richtig. Oder treffe mich mit Freunden zu einer Museumsrundführung. Und dann sage ich Sachen wie Ei der Daus oder welch famose Inspiration. Ah. Nee, glaube ich dir. Finde ich auch gut, dass du so dazu stehst. Gut. Tobi, mit mir geht's abwärts. Ja. Ich merke das schon. Ach, das ist das Buch da unten. Hier hängt der Typ wieder. Ja. Kann es sein, dass hier unten eventuell wieder so ein Thrombose, so ein Trombi ist? Nee, aber der ist schon tot, glaube ich. Ja, aber manchmal kommen sie wieder. Meinst du? Aber wir hatten auch schon ein paar Muschikläuse, die wir schon weggesnackt haben. Die kamen dann, die waren einfach wieder da. Ja gut, das ist ja auch weiblich, ne? Die sind ja lästig. Ach so, ja klar, gut. Daran habe ich jetzt... Boah, da, wie nah ist das denn? Ja, der weiß, was ich gehört, der ist weggeblieben. Ja, eben. Immer noch gruselige Geräusche, aber... Ja, Tobias, ich finde es nicht gut, wie du redest. Oh, To-Do-Liste aktualisiert. Okay. Oh, bei mir auch. Vielleicht ist die Höhle abgehakt. Wo ist denn die scheiß To-Do-Liste? Ich finde die nie. Die ist bei B auf dem Haken. Erkunde Wasserfallhöhle, ist abgehakt. Warte mal. Ich mach B auf. Mit B und dann auf den Haken-Tab. Quasi. Ach, lol. Ja, Mann, To-Do-Liste, Tobi. Du weißt doch wie... Ah, nee, vergiss es. Small. Was? Ich sommer. Tobi. Mit blanken Fäusten. Was sauer? Wütend werde ich da. Mit diesem komischen Fuß, Alter. Tobi, alles gut? Ist alles gut bei dir? Ja. Guck mal, hier stand vorne eine Reisegruppe. Ich war echt sauer. Okay. Jetzt wird wieder kuschelig. Oh, schön. Das heißt, wir kommen jetzt in eine andere Höhle, ne? Die Wasserfallhöhle haben wir abgehakt. Das wollten wir ja eigentlich letzte Folge schon machen.
Was jetzt? Meinst du, das ist jetzt eine andere Höhle hier? Das hier ist jetzt bestimmt eine andere Höhle. Hä, wird geladen? Stand bei mir gerade unten links? Ja, ja, ja. Das muss eine andere Höhle sein. Mal auf M. Gut, auf M das steht nicht. So. Auf M sind jetzt nicht so richtig unterschieden. Also das Höhlensystem kann, glaube ich, komplett zusammenhängen. Nur sind einige Schächte vielleicht eingestürzt. Wieder eine. Huch. Hier waren wir zwar schon, also wir machen das ja gerade nur, um die Karte zu vervollständigen und um die Höhlen abzustreichen. Ansonsten gesehen haben wir es ja eh schon alles. Spannend wird das jetzt nicht, aber eine schöne Tour. Schöne Museumsrundführung, hm? Da ist ein Baby. Was? Wo ist ein Baby? Hörst du das nicht? Oh, die Kollegen sind wieder da. Ach, nice. Arme... Und... Ach! Oh! Okay, aber die Babys jetzt töten, ist keine gute Idee, oder? Weiß ich nicht. Ah, die fallen eh alle... LOL! Tschüss! Tschüss, mein Junge! Tschüss! Leb wohl! Ey! Boah, Alter! Boah! Der hat mich gerade. Hä? Alter, willst du mich verarschen? Du hast meinen Kumpel angegriffen. So. Hallo, Junge, komm her. Bitte? Junge, komm her. Kriegt jetzt nicht noch was mal ist hin? Mit euch? Was haben wir euch beigebracht? Ihr sollt brav sein. Brav! So, Köpfe brauchen wir noch, ne? Ja, ich habe auch noch einen mitgenommen. Prima, sehr gut. Ah, da haben die also gewohnt, ja? Hier war ja nichts, ne? Doch, die ah ja, ach ja, die Stooges hier. Das war die Höhle der Anwälte, ne? Die haben wir aber auch noch nicht abgehakt, oder? Nee, nee, nee. Passagier gefunden, jetzt endlich auch mal hier. Oh, nice, nice. Mach ich das auch mal? Hab ich das nicht schon? Ich weiß es nicht. Du hast es bestimmt schon. So. Noch ein Passagier gefunden hier hinten. Stimmt, hier hast du mir nämlich gesagt, dass du einen Passagier gefunden hast und ich konnte das nicht. Ja. Alkohol gesammelt. Alkohol. Und Snacks. Hier gibt's noch Snacks, Tobi. Okay. Oder habe ich jetzt alle mitgenommen und du kannst keine mitnehmen? Snacks? Nee, ich glaube, ich kann die genauso aufsammeln. Wie okay, Gott sei Dank. Manchmal ja, manchmal nein. Deswegen bin ich immer so verunsichert. Snacks, Snacks, Snacks. Oh, ich muss mal was essen. Ich muss mal was trinken. Ist doch ein paar Kellogg-Snacks. Sind die knackig? Knackig. Okay, also wir können hier dann hoch, theoretisch. Ja, gehen wir mal hier hoch, oder? Würde ich auch sagen. Prima. I! Boah, bitte nicht furzen jetzt. Ach, du machst ja wieder mit den Speedo. Oh, mein Auge, ich hab so Dampfpartikel in meinem Auge. So kleine elementare Furzteilchen. Wie ein leichter Sprühnebel, wie Katzen ihr Revier markieren. Ich glaube, hier geht's aber wieder nach oben, ne? Ja. Aber da oben müssen wir eh erforschen, oder? Wir können ja dann wieder runter, aber wir müssen da oben oder geht's da ganz raus? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich geh mal gucken, ich sag dir Bescheid. Ich komm mit. Ja, komm's mit. Ist ja ein Po-Loch. Dadurch, dass du den Rock immer noch hast. Ist ein bisschen verstörend. Kannst du meinen Hintern sehen? Ja, weil die Beine zwischendurch immer so auseinander gehen. Ja, das ist... Und haben die da nicht an Texturen gegeizt? Habe ich einen ordentlichen 4K-Schritt? Ich erkenne nur Fleisch. Ja, dann ist richtig. Rat mal, wo ich die eingeborenen Arme so immer rumtrage. So, ich glaube, hier oben müsste man nämlich auch noch ein bisschen erforschen, oder? Oder kommt man hier direkt? Ich glaube, hier kommt... Ja, ich glaube, da kommt man direkt raus. Hm. Eine tote Höhle, Höhle der Anwälte, Höhle der Fels... Was? Höhle auf Felsvorsprung. Bett. Müssen wir, aber wir müssen jetzt nicht dahin, um das erforscht zu haben, oder?
Ich weiß nicht. Es wäre schön, wenn da einem was unten was einblenden würde, wenn man die Höhle betritt, dass da, oder wenn man ein neues Gebiet betritt, dass da unten irgendwie links steht, Höhle der Anwälte oder sonst irgendwas. Dass, ja, man, dass man so ein bisschen weiß, welches Areal man gerade betreten hat. Das wäre schön. Muss man denn alle Höhlen erforscht haben für irgendeinen bestimmten Fortschritt oder ist das nicht so wichtig? Ich habe keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht so wichtig ist und theoretisch, ich glaube, wir können sogar schon jetzt mit dem Equip, was wir haben, können wir jetzt schon das Ende angucken. Wenn wir das wollen. Und wenn wir wissen, wo. Okay, also das hat nichts gebracht, tatsächlich. Okay. Ach. Ja, ach ja, Mensch, wir sind ja nicht gleich hier rein. Ach ja. Es ist spät. Ja. Ich hab's auch ganz vergessen, ehrlich gesagt. Ich aber auch. Wo gehst du hin? Scheiße. Ich wollte was essen gehen, schnell. So muss ich nicht das aus dem Inventar nehmen. Oh Mist, ich hab grad was gegessen. Ja. Ist aber eine prima Idee, du. So. Na Mensch, doch einmal wieder. Cool. So. Das mit dem Tauchgerät nervt immer ein bisschen, dass man das an- und ablegen muss, ne? Also anlegen nicht, aber ablegen zumindest. Ja. Das stimmt. So. Warte mal, ich habe mal gerade den Kopf noch oben hin. Oh, eine gute Idee. Eine hervorragende Idee sogar. So. Ein Kopf noch. Ne, zwei Köpfe noch brauchen wir dann. Ja, nice. Dann kriegen wir das ja bei. Oh, sieht schön aus, ne, unser Pesos. Sieht total scheiße aus. Also ich finde ihn allerliebst. Ich habe keine Ahnung, wer sich so einen Scheiß ausdenkt, warum man sich sowas auch nur aufbauen sollte, auch nur annähernd. Keine Ahnung. Absolut kein Plan. Ja, ne, komm, Sticks behalte ich. So. Wollen wir hier wieder reingehen? Ja, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, komm, let's go. So, kleine Zwischenstation zu Hause. Also, ganz ehrlich, das Haus ist echt super lokalisiert da, ne? Muss man einfach mal sagen. Das stimmt. Da kommst du dann auch überall hin, ne? Richtig, wir waren ja jetzt ganz schnell beim eingeborenen Dorf. Wir kommen ganz schnell zu diesen Höhlen hier. Das riesige Loch ist auch in der Nähe. Bei so einem Truck wie bei Echo hätte ich schon gern. Ja, das wäre cool. Und auch ein bisschen hier Terraforming machen und so. Mal was Richtiges bauen. So. Vorsicht. Und weiter geht's. Oh, mir ist kalt. Kalt und nass. So fühle ich mich am liebsten. Ich bin immer noch beeindruckt, wie er das macht mit einer Hand. Das ist mir auch ein Rätsel einfach. Aber er muss richtig krasse Schenkelmuskeln haben. Na gut, ich habe ja auch vier Beine. Oh, stimmt, habe ich auch noch. Ich habe noch Ersatzbeine mit, falls zweimal irgendwie, ne? Dann kann man sich ja neue. Ja. Das ist ja jetzt nicht so das Ding. Einfach in den Beinslot im Inventar. So. Jetzt wieder ganz vorsichtig hier. Was tut man nicht alles, um Sachen abzuhaken, ja? 100% Run. Mein Gott, was knötert der Hund denn da vor der Tür die ganze Zeit? Was macht der denn? Er knötert rum. Was heißt denn knötert? Ja. Vielleicht ist ja Alina. Boah, wie er hier einfach an mir vorbeirutscht. Kein Problem, mach's gut, ciao, Adelan. Wenn man auch so hochrutschen könnte, würde bestimmt lustig aussehen. So. Boah, gibt's hier irgendwo ein Feuer? Nee. Alkohol. Erstmal Alkohol sammeln. Nö, draußen ist ja eins. Wir müssen ja eh hier wieder raus dann. Geil. Ah ja, Tobi, guck mal. Ah, schön. Hab ich gerade wieder Babys gehört? Ja. Voll erschrocken. Oh! Das doch hier ist durch die Wand gesprungen, das kleine. Das kleine Würmchen, hm? Das kleine Würmchen. Ja, bist du mein Würmchen? So, Babyköpfe kann man komischerweise nicht mitnehmen. Tobi, was ist hier passiert? Nichts. Hat das Baby hier gerade noch gelebt? Nein. Ist aber noch warm. Was ist da passiert? Bestimmt, ich guck's dir doch an. Bestimmt Erderwärmung.
Guck dir den Hurenzorn doch an. Ja, hast du recht. Sowas kann vorher noch nicht gelebt haben. Huch. Ah ja, der hat schon keinen Kopf mehr. Ich dachte gerade, huch, da liegt eine Leiche. Da guck ich mal. Dass hier keine Köpfe haben, was ist hier los? So laufen sie doch durch die Gegend. Kopflos. Strange, Tobi, strange. Kam wir von hier? Nee, nee. Wir kamen aus der anderen Richtung. Okay, alles gut. So, das heißt vielleicht... Huch! Ach, hier war einer unserer ersten Muschikläuse, weißt ja, du? Ja, das war echt schön. Ach, die guten Zeiten, Tobi, die guten Zeiten. Absolut. So, ansonsten gibt's hier nichts Neues. Irgendwas mitnehmen können wir ja auch nicht. Aber wir wollen ja auch nur die Höhle abklabustern. Schade, dass man diese komischen Lichtspender hier nicht mitnehmen kann und die zu Hause irgendwie, ne? Weil, guck mal, die kann man ja verschieben. Ist eigentlich schon ganz cool. Das ist eigentlich Unterwasserlicht, ne? Hm. Das hat ja einen Propeller hinten auch dran. Das ist eigentlich wohl unter Wasser gedacht. Ja, wäre eigentlich cool, wenn man es mitnehmen könnte. Ja. So, Treibstoffkanister kann ich nicht mehr mitnehmen, schade. So, hier ist ein Feuerchen. Okay. Wo bist du denn? Ich bin schon mal runtergesprungen. Guck, ob hier irgendwo, ob man hier lang schwimmt. Was hier passiert. Achso, im Wasser. Ich wollte jetzt die Höhle erstmal ganz kurz ein bisschen ablaufen. Dann springe ich auch hinterher. Ich wollte aber erstmal ein bisschen hier alles ablaufen. Hallo? So, la. Dass auch ja alles kartografiert ist. Ich weiß nämlich nicht genau, wie das ist, wenn man hier rumläuft, ob man dann auch alles gesehen haben muss oder ob der einfach, wenn man einen Raum betritt, den sofort kartografiert. Das weiß ich nicht. Sieht nämlich nicht danach aus. Und wo geht's da hin? Oh, da geht's nirgends hin. Okay, cool. Gut. Hast du alles gefunden unterirdisch da? Ja. Also du kannst halt durchschwimmen, ne? Ach, das war hier mit der Zwischenstation, ne? Ja, genau. Ja, easy. So. Ich frage mich immer, ob unter Wasser vielleicht noch Abzweigungen gibt, die man nicht sieht, weil alles so verschwommen ist. Achso, ne, hier gibt's keinen. Könnte ich mir gut vorstellen, aber... Wow, das Geld respawnt einfach. Das wäre toll, wenn das gehen würde. Wie im richtigen Leben. So, hier liegt auch wieder Geld. Habt ihr schon mal ein Feuerchen gemacht? Oh, Passagiere. Ah, Passagier gefunden, Passagier. Isle of Travel, yeah! Passagier gefunden, noch ein Passagier gefunden. So. Wenn wir zurückkommen, haben wir richtig fett Kohle, Toben. Geil. Richtig von den Passagieren abgeknöpft. Hopp, ein Auge. Gut, die haben es ja auch, ne? Na, jetzt ja nicht mehr. Nee, ja, aber die haben auf jeden Fall genug gehabt. Ja, das ist wahr. Aber da, wo die hin sind, da brauchen sie es ja auch nicht mehr. Nee. Das ist nur fair, wenn es die kriegen, die davon halt noch, ne? Die davon noch Nutzen haben. Die bezahlen halt jetzt mit ihrem Herzen. Richtig. So, hier lang? Gab's da noch was anderes? Da hinten gab's nichts mehr, nee. War da kein Weg ab oder so? Ja, da war noch eine Weggabelung, aber da geht's, glaube ich, in eine andere Höhle schon wieder rein. Also können wir auch gleich noch mal laufen dann. So was. Ne, gar nichts. Hoffnung und Träume. Also nichts. Oh, Koffer! Moin! Oh, Snack! Ein Snack, sehr gut. Ja, Klebeband! Der Traum ist real. Wieso hat jemand Stock im Koffer? So. Ich. Gleich kommen wir, glaube ich, in diese Massenhöhle, ne? Diese rote? Nee, da wo der Galoppelheinz mal war. Wo die ganzen Leichen rumliegen. Ah, ja, das kann sein. Hier war das Feuer und hier müsste...
So. La la. La 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 la. Jawohl. Ich gehe mal kurz gucken. Da ist ja eh nichts mehr. Deswegen laufe ich die Höhle mal kurz ab. Ob hier wohl irgendwo eine Keycard sein könnte? So. Nimm die auf jeden Fall mit. Habe ich, vorsichtshalber. Die ist bestimmt fürs Schiff. Sehr gut. Wollen wir da mal gucken gehen gleich? Ja, das wäre eine gute Idee, dass man sich auch sicher gehen kann. So. Let's go. Was war das denn gerade? War das gerade dein Kopf oder was? Das sah gerade voll widerlich aus. Also war jetzt keine Beleidigung, Tobi, aber das sah echt voll widerlich aus. Ja, ich verstehe das schon. Ich habe das leider schon öfter gesagt bekommen. Aber ist schon in Ordnung. Diese Kaltherzigkeit einfach. Ich habe gelernt, damit umzugehen. So. Alles klar. Gut. Ah. Ich liebe die Höhlen, aber spannend ist das nicht, zum dritten Mal hier durchzulaufen. Nee. Ich guck mal kurz. Ich glaube, da ist auch noch nichts abgehakt, ne? Nee. Höhle ist auf jeden Fall schön groß. Das. Oh! Was denn? Achso. Oh, hä? Hä, kommen wir hier durch? Ja. Ja, ja. War gerade nur ein Grafikfehler irgendwie bei mir. So, ja, hallo Höhle. Oh nein, jetzt geht's da runter. Es geht aber noch da weiter. Ich würde sagen, erstmal hier weiter und dann da runter, ne? Ja. So. Oh ja, hier, schön Alkohol. Ah, gib ihm, gib ihm. Ja, kann man hier nicht speichern? Doch. Kann man? Ja. Ah ja, jetzt. Aus dem Winkel geht's. Hä? Aber nur aus einem besonderen Winkel. Hallo? Hä? Ich darf das Ding nicht richtig angucken, nur dann kann ich speichern. So. Eieieiei, was eine Folge. Wo bist du denn? Bist du schon weitergelaufen? Ja, kommt aber nicht viel, da kommt ein Ausgang. Okay, aber ist auch gut. Ich komm mal kurz raus. Ach, hier sind wir wieder. Mhm. Ach ja, hier mag ich es immer gerne. Ja, das stimmt. So. Ich muss kurz was probieren. Also erstmal das hier. Ich bin gleich wieder da, Tobi. Feuerzeug weg. Nee, das klappt nicht. Nee. Fehlinformationen in Kommentaren. Einer hat geschrieben, du musst springen und dann linke Maustaste mit dem Schildkröten-Ding. Und dann hat es einer, wenn es einer geschrieben hat, haben es natürlich alle wiederholt. So? Hä? Wieso geht das bei dir? Weiß ich nicht. Hä, bei mir geht das nicht. Willst du mich verarschen? Warum geht das bei dir? Du bist einfach gesprungen und hast im Sprung linke Maustaste gedrückt. Gedrückt gehalten. Ja, geht trotzdem nicht. Hey, warte mal. Hä? Jetzt geht's auch nicht. Warte. Oh, das ist merkwürdig. Warte. Ah, das gefixt, gar kein Problem. Jetzt geht's. Hä? Du musst hoch genug springen. Du musst gucken, dass du hoch genug an der Kante kommst. Nö. Nee. Okay, hoch genug sagst du, ja? Hoch genug. Glaube ich jetzt einfach mal. Oh. Au. Das gibt's doch nicht. Bei mir geht's nicht. Es geht bei mir nicht, Mann. Das ist doch Schweinerei hier. Ich glaube, du musst den richtigen Moment erwischen. Oder muss ich vielleicht nach unten eher? Warte mal. Ja, nach unten gucken dabei. Ah, alles klar. Wow. Arsch, ey. Scheiße. Okay, also dabei nach unten gucken. Yeah, woo, hey,
Oh, jetzt wird's nochmal schnell. Cool. Okay, es macht Spaß. Ich frage mich, Tobi. Ja. Du weißt, was ich meine, ne? Oh. Dass du eine gute Idee ist? Das, ich meine, speichern und dann mal aus. Also, wenn wir da mal sind, ne? Da müssen wir. Ja, ausprobieren müssen wir das eigentlich schon, das stimmt. Ja. Vor allem auch mal kalte Kleidung, also weißt du schon. Achso, ich habe das jetzt auf der 3. Dann lass mal schnell wieder reingehen. Oder willst du noch schnell eine Schildkröte holen wegen Essen? Ja, lass mal Schildkröte holen, komm. Hä, hey, die kann man doch gar nicht essen, oder? Schildkröten? Nee, die kann man nicht essen, oder? Tobias! Eine richtig leckere Schildkrötensuppe? Ich hab einen Hasen. Hasen. Wir sind hier keine Schildkröten mehr. Hallo? Ach, jetzt kommen die. Motivation! Hey. Was war das denn? Motivation! So. Komm gleich. Wo ist denn das Fleisch? Hä? Habe ich das jetzt mitgenommen oder nicht? Ah doch, habe ich mitgenommen. Was denn? Warte. Das klappt nicht so gut, wa? Nee, aber sieht lustig aus. Das stimmt, wie so eine Arschbombe. Guck mal, Tobi, da läuft noch Fleisch. Nein, ich töte sie nicht. Ich kann ihren Panzer eh nicht gebrauchen, deswegen töte ich sie nicht. Zwei Fleisch gesammelt, jetzt habe ich 4. Ciao. Tobi, nein. Geh weg. Lass das. Lass, geh weg, Erik. Lass an Haarspray. Du bist der Satan. Lass an Haarspray. Ja, ich bin froh, dass ich der Satan bin, Tobi. Ich bin froh, dass ich der Satan bin. Alter, was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? Oh, eine Feder. Ja, da ist er wieder. Der anklagende Blick, Tobi. Der anklagende Blick. Hier. Und der hier ist besser? Hm? Was? Der ist besser? Bist du der leidende Blick? Warte. Lass mir die beiden alleine. Das junge Glück. So, okay. Lagerfeuer hatten wir ja da oben eh, ne? Ja, ich glaube schon. Dann machen wir mal ganz kurz. Ich hau mal ganz das Fleisch in die Pfanne, weil ich habe echt Hunger. Oh, guck mal da vorne. Huch. Der ist ja ganz alleine. Der baut gerade eine Fiji, guck mal. Oh, geil. Jetzt hat er es weggeworfen. Oh, du hast mich angezündet. Hab ich? Ja. Oh. Ja, beruhigt euch mal. Wo ist er hin? Die ist einfach abgehauen. Ja, war nicht so meine Runde gerade. Wurde angezündet. Viel verloren. Ist er weggerannt? Ja, der ist weggerannt. Beide? Beide. Also richtig. Richtig Krieger sind es aber nicht. Fand ich jetzt nicht so beeindruckend. Schade. Ah, der schleicht sich da unten noch am Strand rum. Soll ich mir den holen? Ich weiß nicht. Lohnt sich da? Zwei Köpfe fehlen uns? Zwei Köpfe. Ja, komm, was soll's. Also einer fehlt uns doch. Einen Kopf habe ich. Ja, warte, dann guck ich mal. Hier, wenn, der war doch hier irgendwo. Der ist wahrscheinlich despawned, weil er außerhalb der Sichtweite war, oder? Nee, da vorne rennt er doch. Ich sehe den gar nicht. Ach, da. Hey, wir beruhigen uns jetzt alle mal. So. Guck mal hier. Schmackelig! Das war der Arm. Ich will auf den Kopf kriegen. So. Hm. Gut.
Lass mal den Geschändeten mal liegen. Achso. Möchtest du den ins Feuer tun gleich? Du, di. Tobi, was? Er ist gestrandet, Mann. Alter, hä? Hä? Und dann wurde ihm der Kopf entnommen. Voll die Kunstfigur. So was kannst du in Berlin auf eine Fußgängerzone stellen. Ja, ne? Irgendwie cool. Schön. Das ist schon schön. Nice. Ne? Gut. Na, wollen wir folgende Pause machen? Ja, warte, erstmal in die Höhle was essen. Also, da müssen wir. Ne, sonst wäre ich ungemütlich. Ich kann dir was zu essen geben, ne? Ich hab noch. Nee. Ich hab doch 4 Schildkröten dabei. Baba. Ja, du musst hier nicht essen, ne? Wenn du nicht willst, klar. Wenn der feine Herr Gourmet wieder so verwöhnt ist. Du kannst dich auch von Knollen und Wurzeln ernähren. Wenn das eher so, nee. Wenn das eher so dein Ding ist. Ja. Und die Schildkröten verheizt sie natürlich mit Geld. Gut, das verstehe ich aber. Willst du auch? Das unterstütze ich auch. Willst du auch eine? Nee, ich hab noch genug Essen. Also okay. Von den Balken unten her. Okay, gut. Das lohnt nicht. Weil ich bin leider schon. So, bin leider schon am unteren Level. Oh, was ist denn da los, Tobi? Was ist da los? Was ist da los, Tobi? Was ist denn da wieder los? Müde ist er, ne? Warum? Müde ist er. Okay, warte, das hat immer noch nicht gereicht. Ich mache nochmal ganz kurz eben ein kleines Vögelchen da rein. Deswegen grillt man keine Schildkröten, weil die einfach nicht so viel, ne? Hä? Doch, ich habe nur Sauhunger. Aber jetzt mache ich noch ein Vögelchen. Also die Möwe. Die Möwe schmeckt bestimmt auch gut. Möwe, bitte. Möwe. Lecker Möwe. So. Danke. Na los. Komm schon. Wie lange dauert das? Jetzt aber. Jo. Die Möwe hat's rausgehauen. Gut, wollen wir in der nächsten Folge endlich mal hier weiter kartografieren und so, dass wir das hinter uns haben, dann können wir bald das Rätsel allen Seins ergründen. Ja, würde ich sagen, ne? So, machen wir's. Okay, tschüss. Ich kann Stöcke herbeizaubern, Tobi. Oh, geil. Guck mal über dir. Batman. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.